Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder soweit. Wir gehen in die Eishockeyhalle, denn die Vienna Capitals spielen in der Playoff-Serie das vierte Spiel im Halbfinale. Derweil führt Bozen im Best of Seven 2:1. Doch heute können wir endlich das Comeback starten und den Ausgleich daheim machen. Die Halle wird wahrscheinlich sehr voll sein. Es ist nämlich Freitag. Schauen wir mal, wie viel wirklich los sein wird. Sun is shining on me. All praise the Most High. Bevor ich jetzt aber dann gleich losfahre zur Halle, wollte ich noch sagen, danke für den Support. Abonnieren und liken nicht vergessen, es hilft wirklich. Ich hoffe, wir schaffen die 100 Abos dieses Jahr. Ebenfalls wollte ich noch sagen, weil ich glaube, die zwei werden das sehen, danke an die Jungs, die mich in der Halle angesprochen haben und wirklich ein Foto mit mir gemacht haben. Ist auch cool, sowas mal zu erleben. Und seid gespannt auf die nächsten Vlogs, denn wenn die Capitals noch ins Finale kommen, werden Matthias und ich auch zu einer Auswärtsfahrt mitfahren, sehr wahrscheinlich. Da könnte halt dann Klagenfurt oder Salzburg drankommen. Hoffentlich schaffen es die Caps. Aber wir werden heute mal sehen, ob sie den 2:2-Ausgleich in der Best-of-7-Serie schaffen können, jetzt im Halbfinale. Also viel Spaß mit dem Video und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Also, los geht's! Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade rich, ich geb dir keine Hand und wenn, brauch ich Sacrotan. Moe Rosé, Medical Weed, Bro, das ist ganz normal. So Freunde, eine Stunde vor dem Match, es ist jetzt 18.05 Uhr, also eine Stunde und 10 Minuten vor dem Match, habe ich jetzt auch einen Parkplatz gefunden, hat nicht lange gedauert, die Gasse war zum Glück frei, wo wir immer stehen. Und jetzt geht's in die Halle, also. Thank you.
So Leute, großer Sprung wieder. Ich bin schon wieder daheim. Das Match ist leider 2-5 ausgegangen, also wir haben verloren. Die Serie wurde jetzt erhöht auf 3-1 für Bozen. Das heißt, sie müssen jetzt beim nächsten Match, was in 2 Tagen ist, in Bozen nur noch gewinnen und dann war es das mit der Saison 22-23 für die Capitals. Es ist noch alles möglich. Wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich schon das Ergebnis da, ob wir noch weiterkommen. Ich denke mal, die Saison ist leider zu Ende. Heute hat man es wieder gesehen, die Chancenverwertung ist vom Bozen einfach viel besser. Stimmung war heute aber richtig geil noch in der Halle. Also so kann man auch die Saison beenden mit diesem Heimspiel. Vielleicht gibt es noch ein Heimspiel am Dienstag. Ich denke einfach einmal nicht. Wenn doch, könnte es noch einen Vlog geben. Danke trotzdem fürs Zuschauen, supporten nicht vergessen, das heißt liken, abonnieren und wenn ihr wollt, kommentieren und Feedback geben, was ich besser machen kann oder welchen Vlog ihr gerne sehen wollt. Und wir sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt, ein Vlog aus meinem Leben. Danke und ciao.